Rüstung. Ja, hier mit der Rüstung. 40, 90. Oh nein, ich brauch gar nicht so viel. Ja, braucht viel mehr dafür. Alter. 140. Wie viel habe ich? Das heißt Magier. 160, okay. Alter, Wasserball kommt wieder zurück, yay! Goblin-Mechaniker sind alle eingezogen. Da. Ich mag den Mini-Hai. Ich freue mich auf den Mega-Shark. Oh, drei Goodie-Bags. Ja, hier liegen so viele rum. Munition habe ich eigentlich noch. 300 Schuss muss reichen. Ich finde den Knockback von dem Ding auch so krass. Alter. What the fuck? Man ist hart am rumloopen. Ich bin immer am rumloopen, okay? Egal, dann ist hart am rumloopen. Sag mir einen Moment, wenn ich nicht am rumloopen bin. Da oben ist ein Kopf von Banner, häng das mal auf. Ich hab keinen Platz mehr da. Achso. Ja, das ist Trash Flans. Noch Nacht. Goblins defeated. Und jetzt kommt Blutmond. Ne, der hat schon angefangen. Der beginnt ja auch mit Anfang der Nacht. Okay. Gott sei Dank. Oh. Mal gucken, was man alles mit Quickstack loswerden kann. Aber doch schon ein bisschen was. So, dann will ich mal eine neue Rüstung machen. Das Obsidian-Schild kann ich mit was verbinden? Kobold mit dem Obsidian-Schild. Naja. Das musst du irgendwo unten in einer Kiste bringen können, ne? Jetzt habe ich neun weniger Rüstung. Aber dafür mache ich viel mehr Schaden. Nice. Okay, 15% mehr Schaden. Nicht viel mehr. Die... tue ich da hinten ran. Heißt zwar noch Köder die Kiste, aber naja. Katze haben wir schon gehört, ja. Ich habe auch Amura Mata Masa. Hm? Das war eine Kiste drin, wo ich gesagt habe, die kannst du öffnen. Okay. Ich kombiniere meins gleich mit den anderen, wobei wir müssen... Oh, die Reaper-Robe. So, das Obsidian-Schild, dann... So. Roboter nochmal, den haben wir schon. Okay, das... Creeper! Creeper, hä? So, war das Creeper-Kostüm. Okay, cool. Katzenohren schon wieder und nochmal Roboter. So. Alter, wir müssen dringend die Scheißkisten aufräumen.
Nö, ehrlich. Was? Ein Archimedisch. Weg damit, weg damit. So. Und wo machst du Dings hin? Ne, das Goblin-Dings da. Moment. Mach den Schleim, ja. Sollen sich auch nicht mal. Ja, geht hier hin. Gehen wir weg da. Ja, doch, passt. So. Oh, drei Abwerke sogar, nice. Aber stimmt, ich kann ja auch mit Schild kombinieren, Obsidian-Schild. Wo ist der Goblin? Oben. Ja, das nee, Goblin, du sollst... hier hin und der Guide kommt hier hin. So. Was kann man noch kombinieren genau? So. Hast du die Grasklinge bei dir? Ja. Oder ist die hier irgendwo? Ne, ich hab sie bei mir. Dann springen sie so runter. Ja, würde ich kurz das erste Schwert kombinieren. Zapf's das Klinge. Zweite brauchen wir noch mal eine Grasklinge. Ah. Bitteschön, bitteschön. Und wir hatten irgendwo noch diesen Flinchbatsche, oder hast du die alle verkauft? Nee. Ich verkaufe prinzipiell nix. Hier, Flashbatsche. Dann habe ich die Fury Blade, Flashbatsche. Muramasa, Questblade, müsste ja alles sein. Ich mach das mal kurz zum Night Edge. Und wo machst du das? Am Dämonenalter. Ah, okay. Du brauchst die vier Schwerter, also das Feuerschwert, das Dschungelschwert, das Schwert aus dem Dungeon und das Schwert von der Crimson oder Corruption. Und das kannst du am Dämonenalter dann zum Night Edge machen. Nice Edge hat standardmäßig 42% Schaden. Nicht 42%, sondern 42 Schaden. Okay. Und man kann es nicht automatisch schwingen. So, das hier ist das, falls die Leute es mal sehen wollen hier. Ja. Ich werde es nicht benutzen, du kannst danach die Kiste reinräumen. Nur damit wir die Terrablight nachher machen können. Ja, ich muss hier alles mal verstauen. Mhm. Wir haben echt langsam Blitzprobleme. Ja. Wir müssen noch neue Häuser bauen. Also in die Häuser, die hier sind, würde ich gar nicht so viele Kisten reinballern. Weil das halt ziemlich verwinkelt alles hier ist und hier ständig hoch und runter rennen musst. Hier würde ich nur das Zeug reinballern, dass du nicht so oft brauchst wie die komischen Tiere, die gefangen sind und halt die ganzen Farben, ja, und so. Ich guck auch gerade, wo wäre ein guter Spot für Plantera, wo man nicht so viel graben muss. Ich glaube, wir haben gar keinen größeren Hohlraum. Doch, haben wir. Direkt neben dem, siehst du das? Direkt neben dem Granitbiom. Ja, okay, müssen wir so rübergraben. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Dann müssen wir es noch ein bisschen breiter machen, aber so von der Tiefe her passt das. Ja, ja, ja. I see what you mean. Ja. Sollen wir das direkt machen? Ja, lass mich hier noch ein bisschen rumstapeln. Also dich brauche ich eher nicht mehr so oft. Ich tue auch noch ein bisschen Zeug ablagen. Das
Machen wir auf Platz 1. Ach genau, für die Leute, die die Necromancer-Rüstung sehen wollen. Das hier ist die Necromancer-Rüstung. Okay. Also, die hier muss ich gleich noch ausblenden und... hier. Ja. Sehe ich das Schwert? Hm? Ne, ich habe das Schwert nur noch gezeigt. Ich mach das jetzt in irgendeine Kiste rein, ne? Ja, einfach, wo du Platz findest. Ah, und der Klaus hier ist hier. Genau, der alte Herr hier, wo ich gerade stehe. Ja. Ah, dann ist aus dem Bild, sieht man mich nicht. Moment, doch, Moment. Man sieht mich nur so am Rand, aber komm mal näher dann. Moment, ich bin hier noch ein bisschen am Rumsortieren. Das noch aktivieren, das und danach das noch umschmieden und dann bin ich fertig. Ja. Der hier. Das war der NPC, den man angesprochen hat für Skeleton. Wir haben seinen Fluch gebrochen, ist er sich angezogen. Der verkauft unter anderem diesen... Der verkauft auch seine Sachen. Genau, die habe ich schon gekauft. Die hänge ich gleich auf. Und diesen Familia Wig, diese Perücke. Das ist ja. die ich auch auf habe, so dass ich halt, obwohl die meine normalen Haare sehe. Ah, okay. Für die, die nicht wissen, wo man das herbekommt. Der verkauft aber nicht ganz seine Sachen, weil... ich töte ihn mal kurz. Wie willst du den töten? Mit faulen Eier. So, und in die Richtung. Und hier kann er nicht hinkommen, aber ich will die Mechaniker nicht töten. So. Hast du genug Eier dabei? Nein, ich glaube nicht. der fahrende Händler hat mehr Schaden davon bekommen. Ja, der tobt auch seinen Hut, wenn er stirbt. Naja, irgendwann töten wir noch. Müssen wir eh machen, weil wir ihn ja töten müssen mit der Schneider-Hude-Puppe, damit wir nochmal gegen Skeleton kämpfen. Für Trophäe und so. Ja. Ich glaube, dann kriegen wir auch spätestens seinen Hut. Also, alles. Was soll ich machen? Ah ja, umschmieden. Wo ist der Goblin hin? Unten. Im blauen Haus ist er jetzt drin. Oder irgendwo auf dem Weg dahin. Da. Ist einfach praktischer, weil du halt oft brauchst, habe ich den nach unten geschickt. Mhm. Und der Guide ist jetzt da, wo er steht. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich kombinieren kann? Wichtig, nice. Nee, gibt es nicht. Umschmieden. Will ich gerade nichts umschmieden. Ich brauche ein paar mehr Mana-Stores. Nee, das andere am an Gold halte ich noch. Dass ich mal, wenn ich kein Mana habe. Haben wir noch Pilze irgendwo? Blaue Pilze? Ja. Irgendwo ja, ich habe zweimal welche gefahren, sind nicht wieder gefunden, aber frag mich nicht, wo sie sind. Das gleiche wie mit meinem Herzen, ne? Du, wie viel Leben hast du? 340.000 noch Herzen? Ja. Bevor in den Hardmode gehen, will ich aber meine 400 voll haben. Naja, klar. Was habe ich gerade in den Kisten gesucht? Hm. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, verdammt. Egal. Hier sind irgendwo so... Zähne? Diesen Insektenviech aus der Wüste. Die brauche ich nämlich. Ich schlag mal, meine Potions zu machen. Oder habe ich die schon oben reingeräumt? Oh ja, die habe ich schon geräumt. Passt. Mining Potion. Ich habe ein bisschen viel davon gemacht, aber die werden wir öfter brauchen. Was heißt brauchen, aber sie... It's coming handy, wie es so schön heißt.
Und ich habe die Knochen nicht weggeräumt. Also mystisch ist für die meisten Zauberwaffen einfach die beste Verzauberung, die man drauf haben kann. Nicht für die meisten, aber für viele. Na, ich glaube aber für die meisten, wenn ich mich nicht irre. Es gibt viele Zauberwaffen, die zum Beispiel keinen Knockback haben, dann ist Ruthless die beste. Yeah. Ja, für die meisten, habe ich ja gesagt. Ruthless macht halt den Knockback extrem runter. Aber hat dafür den höchsten Schadensbonus von allen Verzauberungen und wenn du eh keinen Knockback auf den Waffen hast, dann ist es ja scheißegal, wenn der Knockback runtergeht. Genau. Da sind meine Fackeln. Ich muss mir angewöhnen, auch die Fackeln zu locken. Ja, bringen wir mal auch ein paar Fackeln mit. Jo. Hast du gehört, Tobi? Ja, hab's gehört. Mag den Bedhook. Das kann ich auch super sein. Wir sind hier nichts reingegangen. Allgemein Waffen und sowas sind immer selten aus dem Beutel. Das eigentlich kriegst du nur verfeuerte Ion-Kostüme raus. Es gibt aber, wie gesagt, die Blade, die ich dir schon gezeigt habe. Ja. Die gibt es, dann gibt es noch den Hook. Ich habe nur zwei andere Sachen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da fahre ich sofort. Ah ne, ein bisschen weiter runter noch. Okay, da. Das hier mit die nächste erst. Wie heißt das Ding, was ich brauche? Gift of Nature, geschenkte Natur. Geschenkte Natur. Das sind die Blumen, ne? Blumen, glaube ich. Die Bomben mitnehmen sollen, fällt mir gerade ein. Ja, das ging ein bisschen leichter. Ich ziehe wieder den Slime-Ding an. Hab ich mir auch gerade überlegt. Ging das? Wir können theoretisch auch hier hingehen, neben dem Bihara, wobei. Na, wir haben ja gesagt hier, von daher. Ja. Ich baue schon hier oben ab, ne? Warum hier oben? Ich habe eher an hier unten gedacht. Ja, wir müssen ja. Aber schon hier ungefähr anfangen mit abbauen. Mhm. Willst du nicht wieder die Flasche machen und drunter? Ja, nach unten, nicht nach oben. Desto weiter du unten im Dschungel bist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Teil spawnt. Ah, hier wolltest du es machen, oder was? Ja, dass hier der Raum halt, das was du gerade im Bildschirm siehst, ungefähr für die Arena ist. Okay. Gut, wenn man einfach nur stehen bleibt. Ja. Da liegen 21 Gold, sammle die bitte auf. Jo, hab ich. So. Dann. Nimm mal kurz so eine Potion. Oh, pass auf. Ich hab die Gold in meinem Piggy Bank gemacht. Ich geb sie dir nach wieder. Ja. Ja, kannst du behalten, ist mir egal. Ich hab dir die Mining Potions gegeben. Ja? Ich bekomme später so oder so. Früher oder später muss ich eh wieder für dich umspielen. Ja. Was? Da ist auch fetter Imp, interessant.